Jo, Leute, und damit willkommen zu einem weiteren Video. Ich glaube, ihr seht mich gerade gar nicht, aber frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ich bin hier mitten in der Dunkelheit gleich zu Hause. Das sieht so bescheuert aus. Ich war gerade schön bei meinen Geschwistern, hab Weihnachten gefeiert. Ey, das ist so schade, dass er mich gerade nicht sieht. Alter, und ja, ich bin gleich zu Hause. Dann werden nämlich noch die Geschenke ausgepackt. Und ja, das Essen war so. Ey, das war eins erste Klasse. Das hat echt geschmeckt. Schönes Reisessen. Einfach köstlich. Köstlich, schmecklich. Und jetzt wird nochmal richtig gefeiert. Boah, jawohl. Da sieht man eigentlich endlich. Und gleich sieht man auch meine Geschenke. Da ist der Korb. Ja, ich gehe jetzt rein und wir sehen uns drinnen, weil man auch mich wirklich sieht. Ja, das ist super. Bis gleich. So, da bin ich endlich nach Hause. Bin endlich angekommen. Hier, die alte Tastatur kommt endlich weg. Ich habe eine neue. Ich freue mich richtig darauf. Die kann weg. Die ist eh komplett am Arsch. Also hier seht ihr. Ein Standfuß ist nämlich kaputt gegangen und die ist generell, naja, nicht so geil. Also, weg damit. Genau wie diese Steine, die ich da aufgepackt habe. Also, das war komplett dumm. Genau wie das Mauspad. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein eigenes. So, weg damit. Machen wir jetzt ein kleines Unboxing. Oh, ist ein bisschen nass geworden. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das nehme ich die. Razer-Tastatur, die ich dann benutze, und zwar die Ornator V3X Low Profile Gaming Keyboard. Ja, also der Name ist ja auf jeden Fall nicht kompliziert. Es hebt so. Boah, Alter. Öffnen wir bitte richtig. Hallo? Okay, weiter will er nicht öffnen. Hier ist so richtig schön eingepackt. Das gefällt mir. Warte mal. Ich habe leider keinen Standfuß. Ich muss das hier gerade mit einer Hand. Ich pack das mal hier auf den Weg. Alter, sorry, Verpackung. Anders konnte ich das jetzt nicht machen. Entschuldigung. Okay, ich stelle mal kurz mein Handy irgendwo hin. Okay, ich habe jetzt kurz das Handy hier hingestellt. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Position, aber ist mir jetzt so egal. Ich will das auspacken. Ich packe meine Schärfe aus. Ach so. Oh Gott, das Kabel ist hier so richtig merkwürdig drin. Hier. Schön in Plastikfolie. Aber die Plastikfolie hat irgendwas. Finde ich. Die hat wirklich was. Ui, warte mal. Vom ersten Test. Ja, die fühlt sich schon sehr hochwertig an. Ja, Tasten gehen eigentlich auch. Warte, wenn ich jetzt einmal verbissen mache. Ich kurz meinen Namen schreibe. Luke. Boah, ich muss mich so gewöhnen daran. Luke ist eine geile Sau. So schön fand ich ihn noch nicht. Ja, ich kann nicht schreiben. Geil. Wollen wir noch schnell das Mauspad auspacken? Das Mauspad habe ich extra nochmal bestellt. Die Maus kommt noch 2 Monate später, also genau an meinen Geburtstag. Aber ist leider blöd, aber kann man nicht viel machen. So, ist offen die Scheiße. Oh, Alter, ist das groß. Wow, ist das groß. Ich dachte, es wäre klein, ja. Aber es ist ja. Das ist ja riesig, aber genau sowas brauche ich. Und ich baue das jetzt schnell mal auf. Also, hier, ich baue das dann schnell auf. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich schnipse. 3, 2, 1. So, da bin ich endlich fertig mit der Kacke hier. Also, es war jetzt nicht großartig schlimm. Da öffnet sich auch das Fenster. Ich habe hier alles angeschlossen. Habe sogar so ein Handbeinauflage. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil das wird hier immer nur so draufgelegt. Oh, ihr seht hier schon ein bisschen, es ist nicht ganz genau hier dran. Finde ich ein bisschen blöd, da, warum das nicht irgendwie so magnetisch dran ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, ich weiß nicht.
Aber guckt euch mal das Mauspad an, das ist ja riesig. Hier ist zwar noch nicht komplett hier, wie ich es möchte, weil es hängt hier auf halb achte, aber ansonsten ist das super. Also ich bin komplett happy damit. Danke nochmal an meine Schwester oder meinen Geschwistern. Und ja, ich habe noch einen GameStop-Gutschein bekommen. Vielleicht hole ich mir da irgendwas daraus. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Weihnachten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.